Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück bei Call of Duty 2. Wir sind wieder zurück in unserer Division und rücken zusammen mit unseren Panzern vor, um dem Bösen, wir nennen es beim Namen, den deutschen Einhalt zu gebieten, hier wieder zurück in Frankreich. Frankreich. So, ich glaube, der Panzer, der ging das letzte Mal hoch, oder? Aha. Nun gut, da gehen wir mal besser nicht hin. Aha, der Panzer ist wahrscheinlich schuld. Jawohl, zum Glück ist dieser Zaun hier mit umgefallen, ansonsten hätten wir keine Chance gehabt. Ja, Leute, und ich habe nochmal geguckt, wie lang denn jetzt Call of Duty 2 ist. Ich musste immer wieder gucken, weil ich denke mir immer, nicht, dass ich jetzt ein Part beginne, dann spielt man 5 Minuten und dann ist das Ding schon vorbei. Und nein, ich habe mich völlig geirrt. Wir sind immer noch in dem ersten Abschnitt von der letzten Kampagne des D-Days. Das heißt, und das Spiel, es geht tatsächlich noch ziemlich lang. Also wir haben gerade mal so 2/3 der Kampagne geschafft. Und das ist eigentlich ziemlich geil. Sozusagen das Tutorial haben wir jetzt geschafft. Ja. Und ich bin beeindruckt von der Kampagne, denn die nimmt tatsächlich richtig Fahrt auf. Und bis jetzt, möchte ich sogar behaupten, hat sie so in den letzten Stunden die Kampagne von Call of Duty 1 überholt. So. Was sagt ihr dazu? Seht ihr das auch so? Oder würdet ihr sagen, nee, der erste Teil ist besser? Also der erste Teil war natürlich extrem geil, ne? Er war schon extrem geil. Aber bis jetzt, ganz ehrlich, der zweite Teil steht dem ersten Teil nichts nach. So, da wollen wir mal hochgehen. Deine Granate, Freundchen, die kannst du mal gepflegt bei dir behalten. So. Wo ist er denn? Alter! Da hockt er hier hinter diesem antiken kleinen Schränkchen und drückt mir eine rein. Das macht er zu uns, okay. Ja, sehr geil, ne? Auch, dass das Ganze jetzt nicht mehr so sehr geradlinig ist, sondern dass die Levelstruktur wirklich ziemlich offen, moin, die nehme ich hier mit, ziemlich offen ist, das gefällt mir sehr gut. Jawohl, gib ihm Saures. Hau dran. So, unsere Division langsam vorrücken. Okay, rein in die gute Stube. Ja. Bunny Hopping, Super Jump. Das sieht sehr gefährlich aus. Hier, werfen wir einfach mal. Oh, die ist hinten rausgefallen, oder? Die ist hinten wieder rausgefallen, die Granate. Oh, schön. Oh, was ist denn hier los? Wo kommen die auf einmal alle her? Fuck. Ja, ja, es sind die Briten. Es sind die und die und die. Bleib liegen, du. Mann, was ist hier verkehrt mit euch? Lass mich raus, Junge. Fuck. Alter. Forget it. Forget it. Ah, Kollege, jetzt ist hier Feierabend. Zapfenstreich. Nimm kein Ende. Ey, das war doch der Wilhelm-Schrei, oder? Oh, Rathaus ist gesichert. Woher wisst ihr das? Wir waren hier oben noch gar nicht. Das sieht ja mega geil aus hier. Das könnte original aus Return to Castle Wolfenstein rausstammen, oder? Dieser Kirchenabschnitt. Richtig schick. Okay, direkt weiter den nächsten Abschnitt einnehmen. Ist das einer von uns? Nee, das ist keiner von uns. Ja, ja, machen wir lieber den räuchern wir mal ein. Nee, 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 nee. Wir gehen da Richtung E erstmal. Warten. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt lang komme. Ich will erstmal E einnehmen. Dann haben wir hier drüben auf der ganzen Seite erstmal alles eingenommen. Da komme ich gar nicht lang. Alles klar. Hat ja richtig viel gebracht, ne, mein Rauch. Bringt original gar nichts. Und hier kann ich nicht drüber. Wie komme ich denn dann zu E? E, nehmen Sie das deutsche Hauptquartier ein. Hm. Ich gebe zu, vielleicht sollte man das Hauptquartier gegen Ende erst einnehmen, so storytechnisch gesehen, oder? Wenn ich das am Anfang einnehme, dann ist es relativ unspektakulär, wenn ich den Rest der Stadt dann vorher schon eingenommen habe. Na gut. Ja, ja, ich komme ja schon. Komm, da geht's lang. So, Leute, ihr wartet auf mich, sehr gut. Price. Wembley, Davis. Deutsche, yep, yep, yep. Fuck. Ah, da hätte ich gar nicht lang gekonnt. So, wir haben nicht mehr so viel Schuss in der Knarre. Ah,
Der hat einmal auf mich geguckt. Irgendwie habe ich gerade extrem viel Schuss wieder bekommen. Fuck, sind das viele Granaten. So, rein in die gute Stube. So, einnehmen. Alles, was geht. Forget it, Alter. Zack, Mann, und den nächsten. Okay, gehört uns. Sehr gut. Oh, da rammelt wieder Sergeant Pitchcart hier vor und verpasst mir selbst eine. So ein Arsch. So, hier weiß ich wieder nicht, wer wer ist. Das ist ein Gegner, oder? Wer hupt denn hier wie Wilde? Die wilde Hilde. Wer kennt die wilde Hilde noch? In der Nähe der kaputten Mauer, Alter. Hier ist alles kaputt. Unmaurig. Zack, Mann. Okay, jetzt geht's los hier. Punkt C einnehmen. Oh, das sind wieder eine. Das war wieder einer von mir, ne? Es war wieder einer von mir und ich habe ihn abgeschossen. So, die Glocke tönt. Ich habe das Gefühl, das Gebäude, wo wir gerade drin sind, ist noch nicht fertig befriedet. Hier oben werden noch Nazis sein. Zack, Mann. Ey, das ist schon geil, oder? Wie die Glocken hier ertönen. Komm, komm, komm. Sehr schön. Da hat er sich gezeigt. Ja, ja, ja. Flankieren, flankieren. Wenn ich jetzt darüber renne, dann weiß ich ja schon, wer als erster stirbt. Oh, das ist ein Panzer. So, mit Bande gespielt. Sehr gut, das hat wer geschrien. Boah, 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 boah. Fuck the duck. Da sind noch mehr drin als gedacht. Die Granate ist bedrohlich nah. Mann, lass mich. Ey, ich komme da nicht rein. Ich komme da nicht rein. Nehme ich einen Nebeneingang. Oder einen Haupteingang, je nachdem. So. Zack, jetzt werden hier ein paar Eier reingeworfen ins Nest. Schweinepriester. Giss es. Hat das Ding noch eine obere Etage? Nee, ne? Yes, wir sind drin. So, nochmal ein Waffenwechsel. Boah, alter Latz. Jetzt sollen wir das Hauptquartier schon einnehmen. Okay, wir gehen jetzt aufs Hauptquartier, auf Punkt E. Boah, lecco mio, Fanto. Dieser Idiot, dieser... Mann, 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 warum steht der denn auch mitten im Haus, spielt mit den... Captain Price, ey, du bist echt die letzte Trottelsau hier. Du rennst vor und jetzt? Ja, knall sie doch ab, Alter. So, also, das ist so ein Honk. So, erstmal hier oben safen. So, wo sind die denn? Wo ist denn Haus E? Sehr gut. Gibt's mal ein bisschen Rauch. 3, 2, 1, raus damit. Krass, wie jetzt auch einfach der Wetterwechsel ist, ne? Immer erstmal eine Granate vorjagen und dann hinterher rammeln. Ui, das ist ein dickes Geschütz. Und gleich die nächste Granate hinterher. Die kommt gleich wieder postwendend zurück. der fliegt förmlich aus seiner eigenen Tür. So kann es auch gehen. So, kann ich hinten vielleicht noch rein in das Gebäude? Eieieiei, da hat er mich aber erschreckt. Ui, da kommen sie aber alle. Warte, Waffenwechsel, ja, alles klar. Auch da müssen wir erstmal nachladen. Ja, 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 ich sicher, alles klar, mache ich. Oh, boah, fuck you. Da sind ganz viele drin. Jetzt ist Schluss.
Rambo! Rambo! Rambo raus! Granate hochgegangen. Habe ich. Noch 10 Schuss. Okay, jetzt muss ich nachladen. Das wird es noch nicht gewesen sein, oder? Das war es noch nicht. Doch! Krass. Krass, was für eine Mission. Ah, könnte man eigentlich mal nehmen. Später, da musst du doch dran glauben. Hier drüben ist irgendwo noch einer, ne? Hier kommen sie. Aua! Ja, ja, komm, wir gehen einfach weiter. Wir beachten euch gar nicht. Aua, jetzt lass das doch. Lass mich. So, Hauptquartier eingenommen. Jetzt geht's zur Post. Jetzt schicken wir gleich erstmal ins Nazi-Hauptquartier eine Botschaft zurück und sagen, könnt aufhören mit Schießen. Der kommt hinterher. Ja, Alter, du weißt schon, dass hier noch 2 Gegner hinter uns sind. Wenn die dann langsam ankommen und uns alle platt machen, dann bin ich wieder schuld. Dann gibt es wieder ein offizielles Beschwerdeschreiben. Davis ist schuld. Und das kann ich so nicht hinnehmen. So, hier waren wir doch schon. Das haben wir doch alles schon befriedet. Krass, die sind hier einfach schon direkt bei Punkt B und wollen den einnehmen. Oh, hier komme ich nicht rüber. Hier kann ich rüber, oder? Yes. Okay. Das Gebäude. Drei, zwei, eins. Raus mit dem Ei. Und rein. Und rein. Ah, ich glaube, die Granate hat gut reingehauen. Sehr gut. Auf jeden Fall. Also meine Taktik, Granaten rein und dann verzögert reingehen, geht relativ gut auf. So, die Flak ist irgendwie direkt hier hinter dem Busch. Oh, guck mal hier, ist hier wer drin? Hallo. Nee. Au, ihr Schweine, ihr wusstet, dass ich Hunde mag. Alter, wir sterben. Hier irgendwie, da ist die Kacke am Dampfen. Bleib stehen, du Alunke. Jawoll. Gib ihm. So, Flak eingenommen, würde ich mal sagen. Oder müssen wir die hochjagen? Alter, krass. Habt ihr das gesehen? Der ist hier hintergerannt und ist instant gestorben. Oh. Was für eine Mission, Alter. Was für eine Mission. Ich wäre ja nie für den Krieg, außer als Mittel zum Frieden. Am gestrigen Tage wurde die 7. Panzerdivision eine Niederlage einstecken. Der Tiger, dem wir Saint-Louis gegenüberstanden, überraschte uns direkt östlich von Wilsbruck. In nur 10 Minuten war unser Konvoi nur noch eine Reihe 20 brennender Wracks. Wir konnten nur zusehen, wie unsere Panzer ohne jede Wirkung auf den Tiger feuerten, bevor sie selbst zerstört wurden. Wir erhielten den Befehl, uns in einer Divisionsformation nach Caumont zurückzuziehen. Sion wird noch etwas warten müssen. Die Brigade. Anweisung. Deckung zum Stall, los! Welch, nah bei dir bleiben. Jawohl, ich würde auch gerade in so einer Situation immer winken, damit jegliche Scharfschützen und Bombardements dich auch wirklich treffen. Alter Latz. Heiße Nummer. Ich gehe hier rein, ich gehe hier durch. Und wie bin ich hier der Letzte im Bunde? Jawohl, schmeiß das Ei. Sehr gut. Wow! Achtung, Price! Ich hab's dir gesagt. McGregor, die Stalltür aufmachen. Ich? Nee, ich bin nicht McGregor. Wer bin ich? Ich bin doch Davis oder irgendwie sowas. Du hast mich vorhin anders genannt. Das hier. Ey, ich erwarte es eigentlich nur. Krass. Geile Aktion. Oh, shit. So, da gibt es erstmal eine Rauchgranate. Ah, schöne Granate, schöne Granate. Da lockt er mich natürlich aus der Deckung raus. Alter, diese Kampagne ist so intensiv. Da ist irgendwo ein Fass. Ein rotes Fass mit viel Bums. So, rein die gute Stube. Dann wollen wir doch mal.
räuchern wir sie aus. Get it. Oh, das war nur die eine. Der Rest kommt sogleich. Und? Hat die Granate alle wegge... Jawoll, Granate hat gesessen. Forget it. Das gefällt mir sehr gut hier. Überall so kleine Dörfer, die man alle separat einnehmen muss. Ja, du bist ein Gegner, Alter. Du siehst, die wissen, wie es geht. Ne? Die haben jetzt auch braun-graue Klamotten an. So leicht mit grün. Zack. Ja, siehst du? Der sieht genauso aus wie der Nazi. Du kannst doch gar nicht mehr unterscheiden. Ihr seht doch alle gleich aus. Unsere Kollegen sollten doch irgendwie so rote oder blaue oder irgendwas Bändchen tragen. Wie so Festivalbändchen. Uiuiui. Warte. Yes. Bei den Sandsäcken, ja, das sind, hier sind nirgendwo. Doch, da sind Sandsäcke. Er hat recht. Er hat recht. Ich hätte erwähnenswert, fand ich allerdings eher die roten Fässer. Scheiße. Oh Mann, das nimmt kein Ende. Direkt an der Tür dran vorbei. Was ist mit Weihnachten? Ich zeig dir, was Weihnachten ist. Ey, die Kampagne ist so der Hammer. Oh, wir kommen doch niemals da rein. Ui. Warte mal. Keine Rauchgranate, ärgerlich. Aber noch eine normale Sprenggranate. Die muss es jetzt regeln. Sehr gut, danke. Ah. Komm jetzt, stirb, Junge. Boah, Alter, das von jeder Situation in die nächste wird's beschissener. So, das Gebäude nehmen wir auf jeden Fall ein. Das scheint ein zentraler Punkt zu sein. Ohne Fenster nach da drüben, das ist ja ärgerlich. Kein Fenster nach hier drüben. Zack. So, rein die gute Stube. Bin drin. Ja, den Sand, ihr mit euren Sandsäcken. So, von hier oben habe ich bestimmt eine bessere Position. Yes, Hammer. Okay, ganz ehrlich, die Kampagne nimmt gerade so Fahrt auf, es fetzt so dermaßen, dass es eben nicht mehr so geradlinig ist. Also, keine Frage, es kann auch mal wieder eine schöne geradlinige Mission kommen, wo man einfach nur hirnlos mit seinen Kollegen irgendwo hinrennt. Aber gerade dieses leichte, offene gefällt mir sehr gut. Das ist ja dann auch bei Call of Duty 3 ja ziemlich ähnlich. Das hat mir auch beim dritten Teil sehr gut gefallen. Auch wenn der technisch an manchen Stellen sehr, sehr unsauber war. Aber trotzdem, Call of Duty 3, ganz ehrlich, wer es nie gespielt hat, holt euch eine Xbox 360 oder PlayStation 3. Es lohnt sich einfach, dieses Spiel nochmal zu erleben. Meiner Meinung nach eins der besten Call of Duties. Vom Singleplayer. Multiplayer, ja, macht Spaß, aber kommt nicht an den Teil hier ran. Okay, das Bauernhaus ist das Herzstück, wenn er das sagt. Ah, ich habe überlegt, ob ich vielleicht dann doch die Waffe wechsel. So. Ja, ja, jetzt rücken sie ab, oder was? Yes, durchgebratzt. So, Rainer. Natürlich, ey, du rennst nur irgendwo hin und dir folgen automatisch 13 Granaten. So, das ist wahrscheinlich das Hauptquartier. Zack, ein offenes Fenster. Da können sie mit einem vor allem rechnen. Mit einer schönen Granate, die reinfliegen wird. Du Lappen, Johnny. Da rennt er. Boah, was ist hier los? Der hat mir einfach auf den Hinterkopf gehauen, dieser Sack. Oh, schlecht.
Surprise, warte. Surprise, surprise. Oh, wieder einer von mir. Boah. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Gegner sind, was Freunde sind. Es sterben einfach alle. Boah, eine geile Mission. Hammer. Richtig gut, richtig gut. Aber ganz ehrlich, Leute, ich bin so froh, dass wir das hier auf Mittel spielen und nicht auf schwer oder sehr schwer. Ey, ich würde ausrasten. Du würdest ja in jeder Sekunde hier auf den Sack kriegen. Natürlich. Oh, was ist aber denn hier noch Schönes? Holla, die Waldfee. Okay, Verstärkung in 3,5 Minuten. Ich gehe hoch. Da vorne wäre ein schönes Geschütz gewesen. Ja, die Granate da unten, die stört mich auch nicht. Können wir dieses Geschütz nicht irgendwo anders mit hinnehmen? Bei der kaputten Mauer, ey, ganz ehrlich, noch unpräziser geht es aber auch nicht im Krieg. Bei dem halb zerstörten Haus. Bleib liegen, Mac Speck. Ah. Ui, ziemlich viel auf jeden Fall. Guck. Da wird aber ganz flott weg. Ja, sie trauen sich aber auch nicht reinzukommen, oder? 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 Das gar nicht. Liegen bleiben! Ah, die kommen rein. Sehr gut. An das Geschütz gehe ich nicht, das ist mir jetzt viel zu unsicher. Warte mal, machen wir mal dicht. Vergesst es, da hinten in euer kleines Nest. Die kommen von hinten. Die kommen von unten, oder? Ja, ja, die kommen von unten rein, in den Keller. Ihr denkt, ich hab das nicht im Blick? Vergiss es, Freundchen. Ei, ei, ei! Das ist jetzt aber unfair, ich muss wieder rein. Scheiße, ich höre einen Panzer. Verpisst euch! Und weg. Ah, der lebt noch. So. Ich hoffe, da vorne sieht es jetzt nicht genauso scheiße aus. Hier sieht es ja genauso scheiße aus. Fuck. Okay, sie sind drin, sie sind drin. Ich sehe gar nichts mehr. Das Feuern auf Kameraden, wollt ihr mich verarschen? Ich sehe gar nichts. Aua. Okay. 1 Minute 20. Man wird so in die Zange genommen. Hier ist es richtig übel. Oh, ist wieder einer von mir, ey. Was hockt der denn direkt davor? Also, in die Richtung darfst du nicht ballern. Wir sind deine. Das ist wieder einer von uns. Ey, fuck you. Was steht ihr denn da so blöde rum? Seid ihr denn bescheuert? Warum sind denn meine Leute so doof? Genau, stirbt jetzt endlich. Am besten, ich bleibe einfach hier hinten. What? Ist das jetzt ein Böser gewesen oder nicht, Alter? Ich weiß es nicht. Ja, das können sie gleich vergessen. Das MG42, das können sie abgeben. Komm.
Ah, der geht nicht drauf. Vielleicht bringt die Granate was. Gegner. Gegner, 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 Gegner. Okay, da kommen welche von uns. Granate, weg, weg, weg. Alter. Boah, ich gehe in den Keller, Alter. Ich gehe jetzt einfach in den Keller. Was machst denn du hier? Private Stuart Little. Das Krasse ist, selbst ein Soldat, ne, den du nicht sofort im Blick hast, kann dein Ende bedeuten. So, das MG42 soll ich ausschalten. Wo ist der denn? Das ist doch der Typ, den ich die ganze Zeit ins Visier nehmen wollte. Forget it. Oh, Granate! Weg, 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 weg. Ja, Alter, ich versuche es. Das Geile ist einfach, wie wir sie jetzt hier zurückdrängen, ne? Alter, ich sehe gar nichts. So, okay, jetzt ein gezielter Schuss, dann haben wir. Ich glaube, den habe ich. Wir schalten den Tigerpanzer aus. Wo ist der Sprengstoff? Ich bin jetzt einmal davor gerannt. Wo zur Hölle ist der Sprengstoff? Da war auf jeden Fall was hochgegangen. Lass mich rein. Ich habe keine Ahnung, wo der Sprengstoff ist. Ich weiß es nicht. Ist das vielleicht oben oder was? Gibt es überhaupt einen oben? Hier gibt es doch gar keinen oben. Leute, ich habe keine Ahnung, wie ich den platt machen soll. Hier ist irgendwie das Symbol, aber hier gibt's. Benutzen Sie Ihren Sprengstoff und hauen Sie ihn dem Panzer um die Ohren. Welchen fucking Sprengstoff? Okay, also benutzen Sie Ihren Sprengstoff. Das heißt, ich habe wahrscheinlich Sprengstoff, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Haben wir Rauch? Habe ich Rauch? Ich habe keinen Rauch. Okay, let's go. Wir probieren's. Es wird wahrscheinlich. Ah, ich habe Sprengstoff. Okay, da wollen wir doch mal. Zack. Freund Blase. Viel Spaß. Sie ziehen sich wohl zurück. Vorsicht, Granate. Kommt bald wieder, ihr Deutschen. Wir warten schon auf euch. Gute Arbeit. Ja, ich habe so ein bisschen verpeilt gehabt, dass ich Sprengstoff hatte, ne? Naja, passiert. Aber im Krieg, im Eifer des Gefechtes, kann man schon mal vergessen, was man gerade so im Hosenbund hat. So, formieren statt kapitulieren. Und natürlich, jetzt kommt wieder der Nachschub. Ne, immer so. Gerade wenn man gewonnen hat. Uns an dieser Flanke geschafft. Unsere Arbeit hier ist erledigt. Also verschwinden wir jetzt von hier. Geile, geile, geile Schlacht. Sie haben die britische Kampagne abgeschlossen. Das Ziel des Krieges ist es, nicht für das eigene Land zu sterben, sondern den Gegner für seines sterben zu lassen. Nächste Mission. Auf jeden Fall. Krass. Und es geht weiter. Heiter, heiter geht es weiter im Zweiten Weltkrieg. 7. Dezember 1944. Alliierte Einheiten überqueren die Grenze zwischen Belgien und Deutschland. Sie treffen auf schweren Widerstand nahe Bergstein. Bei der kleinen Stadt liegt ein Hügel, der den Deutschen einen optimalen Überblick über sämtliche Einheiten in allen Richtungen verschafft. Vernichtende Artillerieschläge, die von hier koordiniert werden, sorgen für unzählige Verluste bei den Alliierten. Das 2. US Ranger Bataillon bereitet sich auf die Einnahme des Hügels vor, um den Deutschen ihren Vorteil zu nehmen. Ja, Leute, 6. Dezember 1944, 12.30 Uhr, Bergstein, Deutschland. Heftiger Regen, 6 Grad. Wir haben die letzten Wochen damit verbracht, die Stellung ein paar Minuten hinter den deutschen Grenzen zu halten. Wir sahen in Schützenlöchern, froren in kalten Regen und lagen sowohl
Ich weiß nicht, was heißt das? Wir saßen oder was in Schützenlöchern. Sowohl am Tage wie auch in der Nacht unter sporadischen Artilleriebeschuss. Heute soll sich daran etwas ändern. Unser Trupp hat den Befehl erhalten, aus anderen Ende. Ans, das ist ein Ans. Sorry, Leute, ich kann die Schrift echt ganz, ganz schlecht lesen. Ans andere Ende von Bergstein vorzurücken und die Stadt für den morgigen Angriff auf den Hügel zu sichern. Alles muss besser sein, als hier den ganzen Tag zu sitzen und zu hoffen, nicht von einem 88er erwischt zu werden. Corporal Bill Taylor, D-Company, 2. Ranger Bataillon. Zum Hügel. Das Bataillon will, dass wir uns am Morgen abholen. Bergstein, Deutschland. Vorher vertreiben wir die Deutschen aus dem kleinen Ort. Na, bei mir bleiben! Okay, Leute, schalten Sie den feindlichen Widerstand in den Häusern aus. Bergstein. Oh, herrlich, herrlich. Guckt es euch an. Da wird es das nächste Mal weitergehen. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal wieder zurück bei Call of Duty 2. Mit ganz, ganz großen Schritten nähern wir uns, glaube ich, aber auch dem Ende der Kampagne. Denn irgendwas mit dem Hügel hatte ich da gelesen, dass das so die finale Schlacht ist. Wie lange das noch geht, weiß ich aber nicht. Denn wir werden natürlich jetzt mit vereinten Kräften die Amerikaner, die Briten und die Russen kommen, um den Platz einzunehmen. Und wie wir das schaffen, das sehen wir vielleicht schon das nächste Mal. Deswegen abonnieren und liken nicht vergessen und beim nächsten Mal wieder einschalten. Euer Van Förde Franz direkt von der Front. Ciao.